Willkommen zur zweiten Folge von Misprints. Heute gucken wir uns wieder Misprints an und vor allen Dingen gucken wir, wie viel wert sie sind. Beziehungsweise, wie viel Geld bezahlt wurde eben für diese Misprints. Wir fangen mit einer Karte an, die sicher jeder kennt. Dieser hier. Na gut, die kennt vielleicht jetzt nicht jeder, aber sie hat einen krassen Text. Mit dem Kopf eines Fisches und den Beinen einer Krake schleudert dieses seltsame Wesen. Ja, lesen ist auch nicht so schwer. Sperre gegen seine Feinde. Und dieser Misprint sieht wie folgt aus. So, ihr seht schon, ja, da oben ist ein bisschen Schmutz, könnte man denken. Aber nein, das hier ist kein Schmutz. Das ist wirklich auf der Karte drauf. Das ist fest drauf gedruckt. Das bedeutet einfach, dass diese Karte irgendwie beim Druck verrutscht ist oder so. Und dann eben später getrocknet ist. Auf jeden Fall sieht es jetzt gar nicht so schön aus oder besonders stylisch. Manchmal ist das ja so bei Misprints. Hier jetzt zumindest nicht. Aber ratet mal, für wie viel diese Karte verkauft wurde. Bedenkt, diese Karte ist nicht mal 10 Cent wert, wenn sie eben kein Misprint hat. Trommelwirbel einmal bitte. Diese Karte wurde für 15 Dollar verkauft. Ja, ich würde sagen, nice. In der ersten Folge haben wir uns besonders viel eben mit Karten aus Maximum Gold beschäftigt. Heute gehen wir auch nochmal auf 2-3 Karten ein. Jedoch gucken wir uns heute besonders den Preis an, für wie viel eben diese Karten verkauft worden sind. Fangen wir mit der Karte Feierliches Urteil an. Und ja, diese Karte ist schon ein krasser Misprint. Ich meine, hier wurde ein bisschen mehr Gold benutzt als eigentlich üblich. Doch apropos Gold, diese Karte ist ziemlich viel wert. Nur wie viel? Ratet mal. 100? Nee. 200? Nee. 300? Nee. 310? Ja, das ist richtig. Ja, für 310 Dollar wurde diese Karte verkauft und ich denke mir nur so, why? Ich finde sie jetzt nicht besonders stylisch oder ähnliches, aber sie scheint ziemlich viel wert zu sein. Diese Karte hätte auch ich gerne in meine Maximum Gold Booster gezogen. Naja, man kann eben nicht alles haben. Und wo wir gerade bei Maximum Gold sind. Ja, ich habe letztes Mal diverse Cosmo-Towns gezeigt, dass sie schon sehr heftige Misprints haben und auch diese Cosmo Town hat auf jeden Fall sehr viel, wo man sagen kann, da ist einiges schiefgelaufen. Hier kann man klar erkennen, dass es sich um einen Misprint handelt. Also definitiv. Jetzt ist nur die Frage, für wie viel wurde diese Karte verkauft? Ja, warte mal, für wie viel wurde die denn wirklich verkauft? Ja, diese Karte wurde auch nicht für 100 Euro verkauft oder 200 Euro verkauft. Nein, diese Karte wurde für 303 Euro verkauft. Und ich frage mich auch hier wieder, warum? Obwohl, ich muss sagen, es sieht schon irgendwo stylisch aus. Ein bisschen viel Gold, alles ein bisschen schief und krumm. Na gut, hat irgendwie was. Aber 303 Euro? Ich weiß ja nicht. Und kommen wir auch zur letzten Maximum Gold Karte heute. Und zwar der legendäre, bläuäugige, weiße Drache. Ja, diesmal handelt es sich um die drei letzten, die es auf der Welt gibt. Ja Leute, im Anime gab es nur drei, beziehungsweise vier. Aber der vierte wurde zerrissen. Also haben wir hier drei Blue Eyes am Stück und ja, der Misprint ist gar nicht so krass, denn eigentlich ist der Mund hier nur gemisprintet. Das bedeutet, es sieht ein bisschen so aus, als würde die Karte gerade einen Angriff machen, aber ansonsten ist die Karte halt völlig normal. Die Frage ist jetzt wieder, für wie viel wurden diese Blue Eyes verkauft? Ja, ratet mal. Schreibt mal in die Kommentare, für wie viel diese drei Blue Eyes verkauft worden sind. Ich meine, es ist der bläuige weiße Drache. Für wie viel? Drei Karten. Wir hatten eben schon eine Karte für 300. Da muss ich sagen, schon ganz schön krass, aber hier sind ja drei Karten beinhaltet und ein Playset. Ist schon ziemlich cool. Ja, die Antwort ist ganz klar 700. Ich meine, hätte ich auch sofort gezahlt dafür. Also 700 Euro ist ein Schnapper, hätte ich sofort genommen. Also ich hätte auch 800 gezahlt, ganz klar. Auf jeden Fall für 700 Euro wurden eben diese Blue Eyes verkauft. Und ich muss sagen, alter Leute, wenn ihr Misprints habt, behaltet die bzw. verkauft sie wirklich für sehr guten Preis und nicht irgendwie für 3-4 Euro. Oder vor allen Dingen denkt nicht, dass eure Karte vielleicht weniger wert ist. Und apropos weniger wert. Wenn man eine Karte sieht, wo vielleicht der Kartenname fehlt, könnte man jetzt denken, dass die Karte eben weniger wert ist. Jedoch weit gefehlt. Denn meist ist die Karte dadurch einfach wesentlich mehr wert. Kleiner Disclaimer hier an dieser Stelle. Falls ihr in eurem Deck eine Karte habt, die eben keinen Namen oben drauf gedruckt hat, ist diese Karte nicht legal spielbar. Denn jede Karte von euch muss für den Gegner erkennbar sein, um welche Karte es sich handelt. Und naja, wie sollt ihr sagen, wie die Karte heißt, wenn sie eben nicht aufgedruckt ist?
Also spielt bitte keine Karten, wo eben der Kartenname fehlt. Aber um welche Karte handelt es sich eigentlich? Es handelt sich um die Karte Nibiru. Ja, Nibiru ist eine ziemlich gute Karte und kostet aktuell auf dem Markt, wenn man sie aus der TIN kauft, 10 Euro. Ja, und jetzt haben wir drei Nibirus ohne Namen. Also kein Nibiru-Stein. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel wert ist diese Karte, wenn eben der Name fehlt? Ich meine, spielen könnt ihr diese Karte sowieso nicht, höchstens halt für euren Sammelordner. Und was soll ich sagen? Diese drei Nibirus wurden einfach für 170 Euro verkauft. Nice, Schnapper. Also merkt euch, Karten ohne Namen sind ziemlich viel wert. Kommen wir für heute auch zur letzten Karte. Und bei der letzten Karte handelt es sich um eine ziemlich alte Karte, die von zwei Brüdern gespielt wurde. Genau, die Karte, um die es sich handelt, ist Torwächter. Und ihr seht jetzt auch schon hier ein Bild von Torwächter eingeblendet. Und ja, das ist die Originalkarte. Wo könnte da der Missprint liegen? Vielleicht ein bisschen weiter oben gucken. Und ja, ihr seht's da, es steht nicht Torwächter da, sondern Dreihorndrache. Einfach mal eine komplett andere Karte, beziehungsweise ein ganz anderer Name. Hierbei muss man erwähnen, dass solche Missprints sehr, sehr selten sind und einfach so gut wie nie vorkommen. Aber wichtig, es kommt das ein oder andere Mal vor und es gibt auch noch andere Ausfälle, wo Karten vertauscht worden sind, Bilder vertauscht worden sind oder sogar ganze Kartenlayouts. Aber da kommen wir vielleicht mal zur nächsten Folge zu. Bei dieser Karte jedoch wurde eben der Name getauscht. Ja, es ist offensichtlich halt nicht der Dreihorndrache, sondern eben Torwächter. Da diese Karte so selten ist, beziehungsweise so etwas so selten vorkommt, ist natürlich die Frage, für wie viel kann man diese Karte verkaufen? Und zunächst einmal, ja, Torwächter ist an sich natürlich eine sehr, sehr seltene Karte, beziehungsweise eine Karte, die schon sehr alt ist. Das bedeutet einfach, dass diese Karte in einem sehr guten Zustand an sich schon deutlich mehr wert ist, einfach weil sie eben so alt ist. So fällt einfach auf, dass die erste deutsche Karte für 60 Euro zu haben ist und die erste englische Karte eben für 80 Euro zu haben ist. Doch jetzt haben wir ja diesen legendären Missprint, dass dort eben einfach ein komplett anderer Name ist und die Karte wurde versteigert. Und für wie viel? Diese einzelne Karte wurde für 630 Dollar verkauft. Eine Karte. Nicht drei Blue Eyes, eine Karte. Und ja, da merkt man einfach, wie groß diese Community ist, beziehungsweise wie groß das Interesse für Sammler ist, eben solche seltenen Missprints zu bekommen. Und das war jetzt auch schon der zweite Teil. Vielleicht gibt es ja noch einen dritten Teil. Man munkelt, ich habe recherchiert. Und wenn man eins aus diesem Video mitnehmen kann, ja, Missprints sind deutlich mehr wert, als man vielleicht dachte. Jetzt habt ihr so in etwa einen Richtwert. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Karten, die ein Missprint haben, deutlich mehr wert sind als in den normalen Karten. Aber wichtig, ihr braucht natürlich jemanden, der auch bereit ist, das Geld zu zahlen. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag und noch viel Spaß beim Duellieren.